Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Fische und Aszendent Fische. Willkommen zu Ihrem Horoskop vom 4. bis 10. Mai. Liebe Fische, wir befinden uns in der Vollmondwoche. Die Planetenbewegungen sind sehr intensiv. Mit den Wirkungen des Vollmondes werden Sie in dieser Woche viel erleben. Während Vollmondphasen können oft plötzlich auftretende und unerwartete Ereignisse eintreten und wir überraschenden Belangen begegnen. Der Vollmond wird am Montag um 6.42 Uhr 13 Grad im Zeichen Skorpion entstehen. Da es ein Vollmond im Wasserzeichen sein wird, wird es Sie unterstützen und könnte erfreuliche Auswirkungen auf Sie haben. Der Vollmond in Ihrem 9. Haus deutet darauf hin, dass einige Reisemöglichkeiten sich Ihnen anbieten werden und Sie verreisen werden. Falls es juristische Angelegenheiten gibt, werden diese resultieren. Sie könnten Nachrichten erhalten, auf die Sie warten. Der Vollmond wird Kontakt zum Jupiter haben. Insbesondere im rechtlichen Bereich werden Sie aufgrund des Vollmondes Resultate generieren können. Darüber hinaus könnten Sie mit den Auswirkungen des Vollmondes Belangen im Bereich der Bildung und akademischen Themen begegnen, liebe Fische. Venus, Planet der Beziehungen, wird sich in dieser Woche am 8. Mai vom Zeichen Zwillinge trennen und wird in das Zeichen Krebs übergehen. Venus wird bis zum 5. Juni in dieser Position bleiben, welches positiv aus Ihrer Sicht sein wird. Venus ist im Zeichen Krebs stets sehr stark. Insbesondere in dessen Bewegung in Ihrem 5. Haus wird es die Romantik in Ihrem Leben steigern. Ihr Gefühlsleben könnte schöner werden. Sie könnten während dieser Phase mehr Freude am Leben finden und einigen unterhaltsamen und sozialen Möglichkeiten begegnen. Auch in Ihrem Liebesleben könnten schöne Entwicklungen auftreten. Sie könnten die Chance auf eine neue Beziehung bekommen oder die Romantik in Ihrer bestehenden Beziehung könnte ansteigen. Auch hinsichtlich der Kinder wird Venus positive Wirkungen auf Sie haben und Sie auch in Bezug auf die Schwangerschaft und Geburt unterstützen. Falls Sie Kinder haben, werden Sie in dieser Phase öfter emotionale Momente miteinander verbringen und werden schöne Unternehmungen zusammen machen. Falls Sie sich für die Kunst interessieren, liebe Fische, wobei sich viele Fische für die Kunst interessieren, wird Ihre künstlerische Kreativität sehr ansteigen. Insbesondere da Neptun Kontakte zum Pluton im Zeichen Steinbock haben wird, werden Sie Ihre Kreativität und Ihr Talent in künstlerischen Tätigkeiten voll und ganz präsentieren können und dadurch die Aufmerksamkeit auf sich lenken, meine lieben Fische. Das war Ihr Horoskop für diese Woche, meine lieben Fische. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.